Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Battle Chasers. Letzte Folge habe ich versucht, den Dungeon Totenwacht Makron, den Verkohlten, zu erledigen, was mir leider nicht gelungen ist. Aber ich habe mir überlegt, ich muss vielleicht ein bisschen Stärke sammeln. Das heißt, wir gehen ein bisschen rum, sammeln ein paar Sachen ein und versuchen, nochmal ein, zwei hochzuleveln, bevor wir uns nochmal dran machen, ihn zu erledigen. Natürlich müssen wir uns auch ein bisschen buffen vorher. Das heißt, wir werden ein paar Getränke nehmen und sehen, ob es alles okay. Was tun wir, was nicht? Okay, wir fangen gerade an. Ich zeige euch. Okay, die sind jetzt nicht so riesig groß hier. Ich wollte mir die Superkräfte mal angucken. Feuerkugel. Okay, brauchen wir jetzt nicht. Machen wir ein Lauffeuer hier. Oh, 24. Oh, das haut rein. Ja, noch für Superkräfte. Den Schnitter. Ah, okay. Dann müssen wir alle machen. Los! Und jetzt müsste nur noch. Okay. Leider nicht so viele Licht, wie ich dachte. Oh. Okay. Haut jetzt nicht so rein, das Viech. Dann können wir noch kurz leben. So, das wär's. Wäre natürlich ganz gut, wenn wir doch nochmal ein, zwei Level hochgehen, so wie Calibretto, der gerade aufgestiegen. Einfach weil es natürlich mehr Sinn macht, irgendwo reinzugehen, wenn man höher levelig ist. Das machen wir jetzt auch oben. Wir sammeln auf jeden Fall diese ganzen Dinger hier ein. Den erkunden wir ein bisschen was hier. Dunkelschrott. Warum kann man da hingehen? Da ist ja nichts. Sehe ich. Ah? Jetzt ist es vergraben. Wir graben es aus. Ach, guck mal. Eine Giftlinge? Wie cool ist das denn? Angriffsstärke. Okay, Waffenschaden. Um 100 Angriffsstärke. Ist 12 Dinge. Ausdauer 22. Eile. Ja, aber trotzdem nicht schlecht, ne? Ein Buch von sehr großem gibt allen Helden einen Vorteilspunkt. Das machen wir doch. Super. Perfekt. Ja, ist doch cool. Ab und zu einfach mal nicht betretene Wege erklimmen. Und schon kriegt man eine kleine Belohnung. Okay, und die müssen wir leider sofort kalt machen. Einen kleinen Bauchschlag. Sehr gut. Oh, wieder ein Sieg für mich. Wie immer. So, hier können wir auch links gehen. Können wir das auch noch mal einsammeln hier. Dunkelschrott. Hier ist eine komische Bombe. Regulierer. Was reguliert er denn so? Reguliere mal deinen Tod. Super. Na, hier gibt's gar nichts. Schade, hätte ja sein können, dass wir hier auch noch irgendwas finden. Hier finden wir gar nichts. Dann gehen wir gleich hoch. Von hier sind wir gekommen. Wir sind sozusagen die Belagerungsheims. Gehen wir nach links. So, von hier links gehen wahrscheinlich, ne? Yes. Na komm. Wir müssen natürlich eine Nacht schlafen und dann gehen wir wieder in den Dungeon Totenwacht rein. Weil wenn ich nicht schlafen würde, dann macht das Ganze ja keinen Sinn. Schön, ziehen wir es durch. Mann, bitte, steht nicht wieder auf. Schade, dass die so. Die haben keine guten Schatten, so. Die Gegner oder so. Schatten hätten man auch ein bisschen was dran machen können. Aber naja.
So, hier sollen wir weiter ein. Was ist das? Hinterhang, die Iris. Das Geramel ist im Eingang leuchtende Vorrichtung. Was passiert, wenn man reingeht? Oh, testen wir mal. So schlimm kann es schon nicht sein. Hm, Aktionen sind nicht so stark wie Fähigkeiten, aber sie kosten nichts. Werden augenblicklich ausgeführt und erzeugen Kraftreserve. Oh. Erkundungsbereich, die Iris. Wir müssen gucken, wie die Gegnerstärke hier ist, weil ich war hier auch noch nicht. Was ist die Tür noch? Das hat schon mit seinen breiten Schultern, kommt hier nicht durch. Och, haben wir ein paar kleine Sachen gefunden, was? Na, guck mal an. Guck dir das an. Also, wäre ja für Libretto gar nicht so schlecht. Okay, das brauchen wir gar nicht. Nichts weiter. Da ist noch ein Iris-Ding. Was ist das? Es scheint hier was nicht zu funktionieren. Sieht wie eine magische Vorrichtung für unbekannten Nutzen aus. Die funktioniert nicht und uns wird davon nicht wärmer. Sehen wir zu, dass wir weiterkommen. Okay, also bringt nichts. Gut. Hauptsache, wir haben es mal angeschaut hier. Gehen wir zurück. Wir kommen nicht weiter in dieses Winterland. Ja, oh nein. Ja, okay, da kommen wir nicht weiter. Macht ja auch keinen Sinn. Und dann suchen wir halt in die andere Richtung weiter. Um uns ein bisschen hoch zu buffen, wollte ich gerade sagen, uns hoch zu leveln. Bin ein bisschen gespannt, wie wir diesen Makron fertig machen sollen. Also ich glaube, ich muss die Stärke auf jeden Fall hoch machen und auch vielleicht was Regeneratives. Mal schauen. Ah, komm schon. Ja, das ist die schnellste Ladezeit, das muss ich zugeben, aber irgendwie geht das trotzdem immer. Hier weiter links. Ich geh trotzdem mal die kleinen Wege mal rein. Man weiß ja nie. Unwürdigen Feind brauchen wir jetzt nicht angreifen. Da haben wir schon mal einen Feuerstein. Bam, bam, bam. Jetzt sind wir da oben mal längs gehen. Da geht es zumindest mal rüber. Dann gehen wir einfach mal runter. Ja, und alle Gegner angreifen hier. Können natürlich alle angreifen. Was mache ich so für Sinn? Okay, da haben wir noch keinen Schlüssel für. Das Lager untersuchen. Machen wir mal. Eventuell finden wir was Aufschlussreiches. Ich glaube eher sind da nur zwei, drei Gegner, das war's dann. Der Sammler handelt nur mit Schattenmünzen, verkauft aber auch einmaliges und mächtiges Zeug. Wenn du interessante Artefakte findest, kannst du sie. Ich glaube. Nur leicht bekannt vor. Hier waren wir in der Tat schon. Jo, hier waren wir schon. Dumm, 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 wenn man sich nicht alles merken kann, ne? Da muss man halt doppelt laufen. Blöd. Aber naja. Wenn du ein Ausrufezeichen in der Stadt siehst, bedeutet das, ein SC möchte über irgendetwas reden.
solange es nicht der NSA ist, rede ich gerne mit ihnen. Ja, komm, wir wollen weiter. Give me some more loading, please. Wichtige daran ist ja auch, also allgemein, dass der gar nicht so stark war, der Macron. Der hat starke Angriffe gehabt, aber ich glaube, man könnte sie eigentlich recht vergnüglich besiegen, wenn man besser darauf vorbereitet war. Ich bin direkt reinbläugig, das ist natürlich doof, aber wer weiß, wie ich beim nächsten Mal mache. Besser oder schlechter, das werden wir sehen. So. Lysolot, Nachtwächter! Genau, was wir gesucht haben. Stimmt. Wer will, kann ein paar kleine Leckerlis von uns bekommen. Ah, genau, einen kleinen Schaden. Keine Krankheit. So. Sieht ganz geil aus, wie die hinfallen, finde ich, diese Lysolot. Also wie so ein nasser Sack. Gehen wir hier rüber. Hier kann man auch wieder ein paar Sachen holen. Da drüben ist auch irgendein so ein Turm, den wir gleich mal besichtigen. Trilet. Das ist keine Ahnung, was ist. So, wir gehen mal hier rüber. Ob wir da was Nettes finden. Okay, wir machen ein paar andere Angriffe. Den machen wir trotzdem, und zwar auf die Spinne. Ah. So. Gift hat mich die Sau. Tot! Genau, tot. Oh. Das ist doof, aber das macht nichts. So. Erwischt. Erledigt. Typisch. Guck, was hier oben gibt. Kalteus Grab. Keine Ahnung, was das ist. Wir gehen einfach mal rein. Da waren wir definitiv noch nicht. Vielleicht können wir uns ein bisschen... ein paar coole Sachen finden für unseren, vielleicht bessere Waffen sogar, für unseren Kampf gegen Macron. Oder Macron, wie man es ausspricht. Macron heißt er. Wenn wir verkohlt noch weiter verkohlen können. Die Kraftreserve verschwindet am Ende. Okay. Erkundungsgrad. Ah, hier ist hier ein bisschen verwüstlich hier alles. Beide mit. Dass wir gleich ein paar größere Anschläge machen können hier, wenn die gleich weg sind. Okay, die beiden greifen als erstes an. Dornen, oh, ich geh was zurück. Okay, pass auf. Dann machen wir einmal ein Lauffeuer. Zu
Abwehr, Überfall. Okay. Sehr gut. Das war noch gar nicht mal so schlecht. Wir haben die Schlacht mühelos gewonnen. Das haben wir wirklich. Gut. Was ist denn hier? Ihr bekommt zum Altar der Stürme. Doch scheint er nicht zu funktionieren. Ihr bemerkt, dass die Blitzsigille, die ihr ihm mit Energie erschöpft ist, die erschöpfte Sigille nehmen. Okay, vielleicht kann man die irgendwo aufladen. Dann können wir die da reintun. Wenn es verkehrt ist. Oh, warte, ich bin noch erwischt. Das habe ich nicht. Na komm, greif an. Gar nicht mal so schlecht. Nee, war halt nicht schlecht. So, gehen wir weiter hier. Gehen wir mal ins Grab rein. Denke ich mal, dass da drin ist. Ja. Okay, zwei Türen. Das ist die Tür. Schon als es noch. Als er noch klein war, sprachen viele von der finsteren Ader oder Kälte von Fürst Kaldeus. Es gab einen Zwischenteil, als Kaldeus 6 Jahre alt war. Er spielte am Springbrunnen im Garten und ertränkte dabei beinahe seinen Vetter. Sie fanden Kaldeus dabei vor, wie er auf den Nacken des kleinen Jungen stand, dessen Kopf unter Wasser war. Seine Mutter Adriana widmete sich danach ganz ihrem Sohn in den Glauben, er brauche mehr Zuneigung. Darauf veränderte sich Kaldeus tatsächlich. Er wurde weicher und freundlicher und kam besser mit anderen Kindern zurecht. Es sollte jedoch nicht unerwähnt bleiben, dass er zwar unumgänglicher war, es sich aber gezwungen und unnatürlich anfühlte. Das Wunderbares haftete an ihm, das für niemanden wirklich greifbar war. Kinder besuchten seine Feiern und Geburtstage nicht, weil sie es wollten, sondern um den gesellschaftlichen Vorteile willen, die für ihre Eltern damit verbunden waren. Na gut. Hat also keine Freunde gehabt, der Arme. Etwa um seinen 15. Geburtstag wurde Lady Ariana, sein einziger Vormund, im Schlaf ermordet. In dem anschließenden Chaos entkam Fürst Kaldeus aus seinem Schloss. Fürst Calvin usurpierte ihre Stellung und setzte ein Kopfgeld auf Kaldeus aus, der jedoch nie gefunden wurde. Aus der Umgebung wurden kleinere Diebstähle und Einbrüche gemeldet, Kleinigkeiten, die fehlten, Nahrung, Kleidung, Werkzeuge. Leute betraten ihre Hütten und hatten das unheimliche Gefühl, jemand sei dort gewesen. In den nächsten Jahren wurden die Vorfälle gewalttätiger. Vieh verschwand, deren abgeschlachteter Kadaver man im Wald fand. Kaufleute und Reisende verschwanden ebenfalls. Okay, also kein leichter Umgang. Die Kiste. Können wir öffnen? Einmal Typhoon, einmal Reiter machen. Okay. Jetzt haben wir schon mal was gefunden hier. Wonach was ist? Okay, Crit geht runter, das macht aber nicht so viel. Das überlegen wir uns noch. Okay. Gut. Durchforsten wir den nächsten Raum. In den südlichen Wildnis ging es mehrere Jahre lang friedlich zu. Der Machtwechsel war zwar verdächtig, doch sorgten die neuen Herrscher dafür, dass das Land aufblühte und sich beruhigte. Eines düsteren, bevölkerten Abends im Spätherbst überfiel Kaldeus sein ehemaliges Schloss. Er schaffte es durch ein offenes Fenster bis in den Fürst Calvins Schlafgemächter, der dort ruhte und richtete eine Pistole auf ihn. Fürst Calvin, der glaubte, er habe es mit einem unreifen und fängsten Jungen mit Racheträumen zu tun, versicherte Kaldeus, er mache einen großen Fehler und wenn er die Waffe senkte, werde er alles vergessen sein und er werde ihm ein ordentliches Stück Land und einen Adelstitel verleihen. Kaldeus glaubte ihm nicht. Oh, hat ihn wohl erschossen, würde ich sagen. Wir erfahren gerade recht viel über Kaldeus. Nachdem er sich seine Besitz und seine Macht zurückgeholt hatte, wollte Fürst Kaldeus Rache an jenen, die sich gegen seine toten Eltern verschworen hatten. Für die Sicherheit seines Schlosses behauptete er. Es gab sporadische Berichte über eine einzelne schwarz gekleidete Frau, die auf Nebenstraßen durch das Gebiet rings um das Schloss ritt. Die Sichtungen wurden immer seltener und hörten schließlich für mehrere Jahre ganz auf. Niemand hatte Beweise für eine Verbindung zwischen den beiden, doch um diese Zeit begann Kaldeus mit seinen Säuberungen.
Mehrere Kapitel sind herausgerissen und fehlen. Der nächste leserliche Abschnitt ist mit dem Hand auf der Rand unleserlich Todesritual, um wahrhaftig zu sterben. Okay. So, wir durchforsten erstmal alles hier, bevor wir uns da oben hochmachen zu diesem komischen Dingsbums da oben. Eventuell hätten wir hier noch gar nicht hin sollen. Kann nicht gut sein. Naja, gehen wir trotzdem mal nach vorne. Wir haben Kaldierschild. Der Schrein scheint dem toten Fürsten Kaldierschild. Die Inschrift lautet, was kann man dem Fürsten von nichts schon anbieten? Okay, den Schädel haben wir nicht. Keine Ahnung, wo wir den herbekommen. Hier drin jedenfalls nicht, wie es aussieht. Noch nicht durch. Ja, hier gibt es nicht viel mehr, ne? Mehr kann ich nicht machen. Ja, schade. Ich hätte jetzt mehr erwartet hier, aber wahrscheinlich sind das noch Sachen, die man noch machen muss. Bevor man hier weiter irgendwas machen darf. Na gut, dann geht's zurück. Ja, aber ich denke, wir haben ein bisschen was geschafft. Und sind dem Kampf gegen Makro näher gekommen. Würde sagen, ich gehe jetzt einfach zum Heimathafen und werde da ein bisschen schlafen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder direkt vor den Türen von Makro, den wir dann hoffentlich, hoffe es zumindest, erledigen können. Wäre ja schon mal was Schönes. Können wir ein bisschen folgen noch hier. Wir werden einmal kurz gucken, ob wir noch irgendwas hier machen können. Noch irgendwas gibt, was man erledigen kann. Wir ein bisschen noch was sammeln können. Wir nehmen auch hier einen Gegner mit. So. Wir gehen ja eh uns ausruhen, deswegen können wir hier alle Sachen einsetzen, die wir haben. So, kriegt mal volle Power von uns. Bin gespannt. No. War nicht so schwer. Ärgerlich, dass da nichts war in dem Schloss. In diesen Ruinen, in dem Grab von Kaldeus. Aber wenn wir diesen Schädel nochmal irgendwann finden, dann werden wir nochmal hingehen. Und den schön platt machen. So. Wie man sieht, gibt es hier auch verschiedene Sachen, die man. Da oben ist noch eine Ritualstelle. Da gehen wir jetzt auch mal hin. Wir müssen ein bisschen weiterkommen mit den. Beziehungsweise müssen uns ein bisschen aufpeppen noch. Deswegen könnt ihr noch dabei sein. Wollte eigentlich gerade eben schon aufhören, aber jetzt denke ich mir, machen wir das hier noch schnell fertig. Greifen darf er mit seinen Bomben. Jetzt stehen wir schnell mal. So, das war's. Gefahr beseitigt. Ja, wunderbar. Diese Vögel, die mal kommen, ne? Auch eine abgefahrene Idee. So. Was gibt's hier? Eine Chance auf die Schiffe hat zugenommen. Cool. Versuchen wir mal den super Schaden. Flanken sie auch noch. Sehr gut.
Ah, okay. So, mal hier einen Überfall. Zumindest ist die Spinne schon mal tot. Ah, war auch nicht verkehrt. So. Okay, schauen wir, was hier oben ist. Das rote Grab. Oh, das rote Grab. Vielleicht das Grab der roten Monika? Nein, ich glaube nicht. Trotzdem durchhorsten wir jetzt einmal kurz. Wir haben noch ein, zwei Sachen, die wir gut gebrauchen können. Und wer aber nicht, der nicht, ne? Aber das wäre das Letzte, was durchsuchen. Und dann werden wir uns nochmal dran machen, Makron zu erledigen. Jo. Das passt ja. Also, dann ist das Video mal ein bisschen länger hier. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Aber es macht gerade Spaß. Deswegen ist es ärgerlich, einfach aufzuhören. Oh, hier. Worte sind der Stein des Sockels eingemeißelt. Der Grabwächter wacht über diesen heiligen Boden. Darin begraben sind die Verderbten, die diesem Land von Fürst Chaldeus gebrachten Frieden stören wollten. Wie damals so auch heute, eine Gestalt ewigen Dienstes nächt und bestraft die Gottlosen für den großen Fürsten Chaldeus. Das rote Grab, das seinen Namen dem vergossenen Blut der Hingebungsvollen verdankt, nimmt es an ihre Opfer. Okay. Okay, wieder ist ein Chaldeus zu tun. Eventuell haben wir Glück, wir finden den Schädel sogar hier. Man weiß es nicht. Gehen wir hier außen rum einmal. Kleiner Friedhof, wie man sieht. Ein Gräber en masse. Auf diesem Grabstein. Hier ruht Min Chung. Jongleur mit brennenden Kugeln und Liebhaber in flammbarer Haarprodukte. Das Grab öffnen. Oh, ich habe schon Geld bekommen. Hier ruht Ingo Spallinger. Seine Liebe zur Natur behinderte ihn daran, die großen Tiere zu fürchten, die daran lebten. Ich habe ein Skelett ausgegraben. Verdammte Axt. Na gut, müssen wir das Skelett wohl töten. Klappert noch ein Schütze. Gift. Okay. Hier ruht Ben Papas. Wir haben ihm gesagt, er sollte nicht unter großen wackeligen Felsen schlafen, aber hat nie auf uns gehört. Nein, Schmiedenskelett. Ja. Jahren, schreit er unten, hab ich gesehen. Müssen wir mal gucken, was der will. Okay. Da geht's rein? Da wollen wir noch nicht rein? Wir gucken noch ein bisschen hier rum. Hier ruht Vincent Fatih, Picknick Blitzschlag. Ah, schon wieder einer Jahren sagt. Hier. Auf dem Gas steht, hier ruht Witz über den Erzähler tödlicher Geschichten. Wer immer das ist, den müssen wir jetzt killen. Dominik. Kann man nicht killen. Das ist ein Geist. Okay. Eigentlich ist es sehr fotogen, obwohl das jetzt nicht mehr zu erkennen ist. Wir können natürlich alle aufmachen, überall wird wahrscheinlich ein Gegner dran sein. Oder auch kein Gegner, aber das macht nicht so viel Sinn, glaube ich. Ageas.
Könnten alles Leute sein, die das Spiel unterstützt haben. Also wäre möglich, weiß ich jetzt nicht genau, aber könnte ja wirklich sein. Hier oben geht's auch rein. Wir gehen erstmal hier rein und dann gehen wir nachher da unten nochmal rein. Erfordert einen besonderen Schlüssel, okay. Das kriegen wir hier wahrscheinlich nicht. Vielleicht in dem anderen Raum, den wir unten gesehen haben. Gibt es da noch einen Weg? Ich finde den Schlüssel hier unten. Wissen wir das doch mal. Und das ist hier schon mal eine Truhe. Schattenprisma. Ein für die Umgebung relevanter Abschnitt dieses Buches zusammengetragen. Die Geschichte fällt auf. Vergebt mir, ich dachte, wenn wir ihn beschwichtigen und einfach mitzügen, würde er aufhören. Würde er seinen Wahnsinn erkennen, aber wir haben ihn nicht mehr gesättigt, sondern ihn nur noch hungriger gemacht. Jetzt ist mein einziger Wunsch der, meine Kinder noch einmal zu sehen, wenn ich sterbe. Doch ich weiß, dass ich das nicht verdiene. Ich verdiene gar nichts. Wenigstens könnte mein Leben auf diese Art Bedeutung haben. Dieses Sarkophag ist fest verschlossen. An der Seite ist eine Öffnung für einen Schlüssel. An der Seite steht Ageas für den Ruhm der Drei. Okay, Schlüssel haben wir auch nicht. Oh Mann, man findet auch gar nichts mehr hier irgendwie. Eine Schilderung der letzten Monate von Byron und dem Henker. Die drei lagen tot vor ihm. Kaldios versuchte aufzustehen, musste sich aber auf ein Knie stützen. Seine Wunden waren schwer und er würde sie nicht überleben. Also nahm er die Seelen der drei, solange sie noch im Körper walten, und band sie mit den letzten Funken seiner versiegelten Macht in Runensteine. Sie werden in der Nachtwelt niemals Freiheit erkennenlernen, solange sie hier sind. Sie müssen begraben und beschützt werden. Achte darauf. Ja, Herr. Du wirst es tun? Gewiss, Herr. Du wirst mir dienen, selbst im Tod wirst du es mir? Wirst du mir dienen? Es ist meine Ehre, Herr. Sag mir, wenn du bereit bist. Bist du jetzt bereit? Ja. Zwar hat der Byron Kaldios Gemächer betreten, doch war es jemand ganz anderer, der sie wieder verließ. Jemand, der Byron nur ähnlich sah. Jemand, der nicht atmete. Okay. Ja, gut. Viele Rätsel, Mysterien hier. Bringt uns aber jetzt gar nicht weiter. Ach, ich finde nichts. Ich habe ein Skelett ausgegraben, mal wieder. Okay, nehmen wir schnell mit das Skelett. So, mal kurz einen Kampf machen. So. Okay. So, eine halbe Stunde haben wir jetzt schon erreicht hier mit der Folge. Gucken, ob ich hier noch irgendwas finde auf diesem Friedhof. Ansonsten würde ich sagen, war es das hier. Leider. Aber ich kann hier nichts anderes mehr finden. So viele Gräber. Hier ruht Norman Long, erfolgreicher Bankier. Vielleicht findet er irgendein bestimmter Name hier auch. Dass man vielleicht nochmal einen Schlüssel irgendwo findet, das könnte ja gut sein. Wer ist nochmal hier die Namen? Tom Townsend. Fall von Dimo wurde erwischt. Hier hat er irgendwas. Nee. First Dominic. Ihr findet einen Stein in den Runen eingraviert. Er fühlt sich warm in der Hand ein. Ihr bemerkt, dass die Hand ihm zittert beginnt. Eine Stimme flüstert: Befreit mich. Ihr habt die Macht, den Stein zu zerquetschen und damit die Runen zu entfernen. Was nun? Wir zerquetschen den Stein. Ihr zerquetscht den Stein in der Hand. Er zerbröselt leicht. Als sehr von Alter geschwächt, die Runen verblassen und die Wärme verschwindet. Ihr spürt, wie eine Woge warmer Gefühle über euch hereinbricht. Ihr spürt, dass ihr die Leiden eines Wesens irgendwo gemildert habt, obwohl ihr nicht wie oder warum. Okay. Okay, das sind ja vielleicht die Runen, von denen gerade eben gesprochen wurde. Die drei, die in den Runen hängen. Die werden wir noch befreien. Und dann war es das, glaube ich. Du
betäubt. Das ist natürlich zu wissen, wie die alle heißen da. Was war jetzt ein Fürst? Gucken wir, ob wir noch ein paar mehr Fürste finden. Dann machen wir die auf. Hm. Das klingt nicht so. Gucken wir hier oben. Rhinecroix. Wir würden sagen, sein Mord ist weiterhin unaufgeklärt, aber wir wissen alle, wer es getan hat. Was? Okay. Ist der Jarum gestorben an einem gebrochenen Herzen? Hero Jessup Groon trug in der Öffentlichkeit die gleiche Kleidung wie sein Bruder. Sie trugen ein Duell aus, um zu erklären, wer nach Hause gehen und sich umziehen würde. Dumm. Madame Yulvari, zuletzt gesehen, wie sie mit Blumen einer Gruppe kleiner Wolfsmenschen in den Glauben näherte, sie seien Freunde. Pff. Hofner, der die Königin mit Witzen über den König dessen Gegenwart. Komm auf. Ah, Mist. Bester Krom! So. Gruß gefunden hier? Nö, nicht, wie immer. So. Gehen wir weiter hier. Also, wir müssen, glaube ich, alle Gräber öffnen. Komme ich, glaube ich, nicht drum herum. Machen wir jetzt, ich öffne jetzt einfach alle Gräber hier nochmal. Und dann lassen wir das auch. Ein erfolgreicher Bankier. Nichts. Ah, okay. Also noch ein, zwei Gräber, die ich noch öffnen kann. So. Okay, ah, guck mal, hier geht's auch rein. Hab ich gesehen. Hier wurde der kurzige Randy. Hier wurde First Jahren. Ah, Jahren. Guck mal, was der die ganze Zeit sagt. Dann müsste ja auch so ein Runenstein sein. Ihr findet einen Stein, den in den Runen eingraviert und der fühlt sich warm in der Hand an. Ihr bemerkt, dass sie. Das macht das Gleiche. Der Regen, die Bruchstücke des Steins auf der Hand wird, merkt ihr einen Schlüssel auf den Boden fallen. Ein Schlüssel! Ah, guck das an, da können wir nachher rein. Er ist sehr oft wütend, jetzt ist seine Wut verraucht. Okay. Gut, haben wir schon mal den anderen Schlüssel hier gefunden. Thomas, der Weitergeholte. Also, wir haben den einen Schlüssel gefunden, das heißt, das müsste ja Jahren. Was sagt er noch so? Ist hier noch irgendwo ein? Okay. Der Fürsten sein, waren ja drei. Hier reingehen? Nein. Da unten rein können wir auf jeden Fall. Wissen wir ja aber gar nicht. Ah. Wir haben einen Schlüssel. Der Schlüssel jetzt für das Mausoleum unten oder für das? Wir versuchen mal, ob das hierfür ist. Für Mausoleum müsste ja da eigentlich das Ding sein. Den Sarkophag öffnen. Daran seht ihr ein Skelett, vermutlich das von Ageas. Ähnlich wie bei den Gräbern draußen findet ihr ebenfalls einen Stein, in deren Runen eingraviert sind. Er fühlt sich warm an. Wir zerquetschen ihn. Ihr zerquetscht den Stein in der Hand, er zerbröselt leicht. Die Runen verblassen, die werden. Ihr spürt wie eine Woge warmer Gefühle. Ihr gehört Geschrei von draußen.
Das nicht länger benutzen. Was? Wir hören Geschrei von draußen? Na raus! Oh, oh, ich glaube, der ist jetzt. Der Henker ist jetzt. Halt! Der Henker ist jetzt da, das heißt, wir müssen mal kurz mal hier was nehmen. Steigert die Angriffskraft ist schon um 40, macht aber sehr müde, wenn die Jäger geflogen ist. Was? Erneuerung. Stellt 40 Leben vorne und 36 Lebenskraft in den nächsten Runden wieder. Das ist natürlich nicht schlecht. So. Jetzt wird es einen kleinen Kampf geben. Okay, oh, der Grabwächter, der hat ordentlich Power und wir haben fast keine Power. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall unsere Superkraft hier einsetzen. Das bringt mir nicht so viel Superkraft hier. Ist da noch irgendwas anderes, was wir machen können? Okay, den nehmen wir einmal. Hier, Superkraft. Liebesbombe. Fügt allen und belegt sie mit Gift und Arcane, wodurch ihnen 36 Menschen mit 3 Runden hinweg zufügen. Ihre Eile für 3 Runden. Und der verliert den Schaden für 10 Runden und 10. Okay, das machen wir. Das klingt doch nicht schlecht. Da kriegst du meine Liebesbombe. Alter, hat er alle Schäden, die es gibt, hat er bekommen. Und diese geil ist. Hier müssen wir leider ein bisschen. Kriegt jetzt nicht so viel. Machen wir mal vielleicht einfach mal defensiv. Ja, ja, das ist auch nicht Crit-Schaden bekommen. Okay. Superkraft haben wir gerade nicht mehr. Also wir könnten Bauchtreffer reinhauen. Hier kann man zerreißen drauf. Und sie. Überfall kann man nicht repost. Wenn Konter aktiv ist, wird stattdessen sein und das Ziel mit zerreißen will. Wodurch. Blitzreflex steigt wieder ran, die Eile um 35. Machen wir einen Überfall. Was hat er denn da? Alter Schwede. Okay, der haut ganz gut rein, der Typ. Und hat uns alles runtergemacht. Also bekomme ich nicht irgendwas, damit ich. So, jetzt sind wir alle wieder normal stark. Hoffe ich zumindest. Oh, Mist, Mist, Mist. Oh, da hat er gut reingehauen. Gut, dass er ihn genommen hat. Ich glaube, den kriegen wir nicht mehr ganz. Das war's. Oh, jetzt haut uns alle. Jetzt haut uns alle tot. Schade. Schade, schade. Aber der macht, der killt uns alle. Nee, er killt einen. Okay, dann können wir vielleicht noch Glück haben. Halt bei jedem Golden und entfernt jeweils zwei Schwächungen. Macht nicht so viel Sinn, ne? Wir haben ja keine. Obwohl doch. Weil die Libretto hat. Es ist jetzt schwierig. Mal eine flinke Reinigung machen. Hm.
Belegt einen Feind mit den Schleichen, gibt er ein Gift, der bis zu 6 Mal Kohle tief in jeder Runde eignet. Der haut so rein mit seinen Schlägen. Feuerkugel. Was machen wir? Wir haben mal Glück. Eventuell lässt er ja den Kopf von Kadeus fallen. Man weiß es nicht. Irgendwas, womit ich ordentlich Schaden reinhauen kann? 177 Schaden. Immerhin. Okay. Ja! Ein Grabwächter getötet. Bestens. Super. Alle Runde ist aufgestiegen. Das heißt, er ist wieder komplett fit und wieder da. Hoffe ich zumindest. Alle aufgestiegen. Besser geht's doch nicht. Besser geht's doch nicht, Leute. Wie kann man noch besser was abschließen als so? Oh, wir haben einen Schlüssel für Edrics Grab. Das, wir können auch gleich da oben noch reingehen. Perfekt. Das machen wir noch. Und dann ist diese wahnsinnslange Folge aber auch vorbei. Geil, ey. Wie gedacht, dass das auch so klappt. Vielleicht können wir Schlüssel hier benutzen. Behaupte ich mal. Yes! Was immer hier drin ist. Wir sind aufgestiegen, wir haben alles wieder voll. Oh, hier. Ihr seht einen Stock mit darauf geschrieben Worten, seine wohlgeborene WKK. Wir nehmen den Stock. Ein distinguierter Stock. Na super. Ich wollte schon mal Disco. Dieser Sarkophag gehört dem verstorbenen Dämonenjünger Edric. Die Inschrift lässt vermuten, dass er in der Zeit einer von Kaldeos Säuberung gestorben und gewiss seiner gerechten Strafe entgangen ist. Den Sarkophag inspizieren. Einmal Ritter Edrics Waffenrock. Cool. Na, gucken wir uns gleich mal an. Okay. Die Rüstung ist im Ohren, ist das hier? In diesen Kristallen entfallen, kommt schwarz wieder heraus. Okay, irgendwas kann man mit dem ja machen. Aber wofür benutzen wir den? Sehr cool. Ja, Leute, ich würde sagen, das lassen wir jetzt auch mal gut sein. Das war eine sehr lange Folge, aber sie hat Spaß gemacht. Oh, und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.